Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn sehr herzlich eine Frau begrüßen, die irgendwie ein Phänomen ist. Denn irgendwie hat sie gleichmäßig gute Laune, obwohl sie sich jeden Tag mit wirklich hässlichen Wörtern rumschlagen muss. Wörter wie Glyphosat-Skandal oder noch schlimmer, Neonicotinoide. Und trotzdem schrieb jemand mal, habe sie stets, ich zitiere, die frisch-fröhliche Ausstrahlung eines Erntedankkorbes. Oder dass sie, und darüber haben wir uns beim letzten Mal unterhalten, sowas wie die Helene Fischer der deutschen Politik sei. Wenn sowas kommt, dann macht sie das, was sie so gut kann wie wenig andere. Sie macht so wie jetzt, sie lächelt es einfach weg und dann zieht sie durch und hat jetzt zum Beispiel diese Neonicotinoide, die Bienen umbringen, einfach verboten. Einfach angesagt. So geht moderner Verbraucherschutz, sagen viele und wundern sich gleichzeitig, warum geht es beispielsweise nicht auch bei Zucker? Fragen wir Julia Klöckner. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ja, und weil Julia Klöckner bei uns zu Gast ist und weil Julia Klöckner auch in der CDU ist, ist es gut, diese Frau heute bei uns zu haben. Eine Frau, die seit gut 20 Jahren zu den führenden Politikjournalistinnen dieses Landes gehört. Wir haben uns hier mal über die autoaggressiven Tendenzen in der CSU unterhalten, als wegen der Flüchtlingspolitik damals alle aufeinander losgingen und am Ende alle auf Seehofer. Sie sagte damals den interessanten Satz, wenn in der CSU mehr Frauen das Sagen hätten, dann hätte sich die Partei nicht so zerlegt. Was also sagt sie jetzt mit Blick auf die CDU von Frau Klöckner, in der Frauen das Sagen haben und die sich trotzdem gerade tierisch zerlegt? Die haben, sagt sie, jetzt auch diese SPD-Krankheit und die Diagnose lautet unaufhaltsame Selbstzerstörung. Herzlich willkommen, Tina Hildebrand. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und was passiert da? Was passiert da gerade überhaupt auf unserer Welt? Fragen wir einen Mann, der schon mehrfach hier war und der es auf enorm unterhaltsame Weise immer wieder schafft, Dinge zu erklären, die eigentlich kaum zu erklären sind. Er war es, der hier mal gesagt hat, was Donald Trump wirklich meint, wenn er sagt, make America great again. Er sagte damals hier, was Trump eigentlich sagen will, ist make America white again. Jetzt ist ihm das Buch zu unserer Zeit gelungen, ein furioser Roman, Quixote. Es geht um Einsamkeit, Drogen, Epidemien. Es geht, sagt er, um meine Welt, die ich 70 Jahre lang kannte und die 70 Jahre lang sehr stabil war. Und jetzt erleben wir, wie das alles zerfällt. Was also kommt danach, wollen wir wissen. Und wie schreibt einer wie er? Was meint er, wenn er sagt, du brauchst beim Schreiben einen Bullshit-Detektor? Herzlich willkommen, Salman Rushdie. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, die große Frage ist, hat er sowas auch beim Kochen, einen Bullshit-Detektor, etwas, das ihn warnt, wenn er sich mal verkocht hat. Bei seinem letzten Besuch hier haben wir mit ihm auch über amerikanische Präsidenten gesprochen. Damals ging es um George W. Bush und er erzählte die schöne Geschichte, wie er vom Secret Service fast verhaftet worden wäre, weil er auf die Idee kam, für den Präsidenten zum Nachtisch Crème Brûlée zu machen und dafür 8 Bunsenbrenner gleichzeitig zum Einsatz brachte. Jetzt ist er 62, hat in seinem Leben ungefähr so aufgeräumt, wie es sonst nur der Secret Service macht, so Chuck Norris-Style. Einmal komplett zurück auf Null und alles neu. Was gewinnt man also, wenn man sich, wie er sagt, mit über 60 von allen Ketten befreit? Und wann holt er sich endlich den ganz großen Bunsenbrenner, um Crème Brûlée für Donald Trump zu machen? Fragen wir Johann Lafer. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass du warst. Da bist du. Also, tolle Runde. Sehr speziell, Salman Rushdie, ganz herzlich willkommen. Dritter Besuch hier bei uns in der Sendung. Scheint deutsche Talkshows zu mögen, obwohl es in seinem Buch sehr kritisch gegen Talkshows geht, gleich zu Beginn. Wir haben lange überlegt, sie überhaupt einzuladen oder doch wieder auszuladen. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. You know, I always come on this one. This one is, this, I even stole a little bit of your show and put it in my book. Das ist ja ganz klar. Okay, also Julia Klöckner ist bei uns zu Gast. Die gerade woher kommt, Frau Klöckner? Ich komme gerade aus Hannover. Von der Agritechnica, das ist die weltgrößte Messe für Innovation und Technik in der Landwirtschaft, Digitalisierung und Präzisierung. Das ist, macht Jungs viel Spaß, aber das, Frauen auch. Sie haben den Tag mit Bauern verbracht, ja? Ja, mit Landwirten, mit Ingenieuren, mit klugen Leuten, die zuversichtlich in die Zukunft schauen und eine Lösung für aktuelle Probleme haben wollen und selber drin rumtüfteln. Super. Und wie läuft sowas ab irgendwie? Ist da eine andere Atmosphäre, wenn man so mit Landwirten zusammen ist?
Ja, die sind hemdsärmeliger, also ein bisschen anders als Sie. Als, wenn man mit Fernsehmoderatoren zu tun hat, ist das ein anderer Umgang als mit Landwirten, die jeden Tag draußen im Feld sind, die für unsere Nahrungsmittel sorgen. Aber das ist auch was anderes, als wenn ich mit Journalisten oder mit Köchen rede. Ja. Natürlich, das ist eine die besondere Kurve haben Sie jetzt Atmosphäre. Gerade noch versucht zu kriegen, ja, aber Sie kommen knapp, ja nicht mehr raus. Ja, das war knapp, ich habe es gemerkt. Ja. Aber Sie kommen ja auch aus der Landwirtschaft, glaube ich. Also ja, ich ein bisschen so Restbodenständigkeit ist ja da. Restbodenständigkeit, okay, Frau Glöckner. Sie haben es nicht anders gewollt. Wie ist das, wenn man da so mit so vielen Jungs auf einem Haufen, so viele Männer? Wie das ist? Wie ist das für die Atmosphäre? Die Schlange an der Toilette sind bei den Damen nicht so lang. Ja. Das muss man schon sagen, das war so auf der Messe. Nein, wie ist das so? Es ist hochinteressant, mit jungen Leuten, die mit dem Boden zu tun haben, die Umwelt- und Klimaschutz im Blick haben, die die Welt, die uns ernähren wollen, die auf moderne Technik setzen. Das ist hochspannend. Am Ende geht es darum, wie man wirklich mit Drohnen zum Beispiel arbeiten kann in der Landwirtschaft, um präzise, fast pipettengenau, Pflanzenschutzmittel aufzubringen und dadurch auch besser agieren zu können und effektiver arbeiten zu können. Und auch sieht, wo es trocken ist beispielsweise. Zum Beispiel, genau, auch mit Sensoren, mit Wärmebildkameras. Mhm. Wir können zum Beispiel die Tiergesundheit messen, wir können Bewegungsprofilen von Schweinen eruieren und dementsprechend den Stall der Zukunft auch bauen. Bewegungsprofile von Schweinen eruieren? Ja, also es gibt ja von uns bestimmt einige, die haben die Uhren an, also mit die Armbänder, die Schritte messen und vieles andere auch. Das gibt's auch für Kühe und für Schweine, so etwas. Und damit kann der Veterinär, der Tierarzt, kann auch der Tierhalter messen, wie sich ein Tier bewegt, wie die Körpertemperatur ist, ob es einen Alarm gibt und dass man ein Tier, dem es nicht gut geht, auch ausfindig macht. Und das sind Neuerungen, die den Tieren gut tun und die diesen Beruf auch für die Zukunft stabil machen. Okay, so, wie komme ich jetzt aus dem Kuhstall zur CDU, ist die große Frage. Das ist ja das, was jetzt eigentlich... Wir sind bodenständig. Bei Ihnen geht es auch zu wie Sau, hätte ich fast gesagt im Moment, oder? Chaostage haben Sie gerade, Frau Glöckner. Chaostage? Ja. Naja, unter Chaostage stelle ich mir irgendwie den 1. Mai in Berlin vor. So wild ist es bei uns nicht. Nein, also es ist spannend. Aber geht schon zur Sache gerade, ne? Naja, es ist spannend vor einem Parteitag, sicherlich. Ja, wie sehr freuen Sie sich auf den CDU-Parteitag jetzt in 2 Wochen in Leipzig? Ich freue mich darauf. Das ist wie ein großes Familientreffen. Wir sind in Leipzig. Familientreffen? Aber eher so Mafia-Style, oder nicht? Nein, jetzt wirklich. Es kommen aus ganz Deutschland kommen Delegierte. Wir werden die aus dem Sauerland auch zum Beispiel. Auch zum Beispiel. Und Friedrich Merz wird anreisen. Ja, oder anfliegen, anreisen. Also ich weiß es nicht wie. Wissen Sie schon, welche Rede er hält? Also ich schreibe sie ihm nicht, die Rede. Aber dass Friedrich Merz sich zu Wort meldet, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende die Hauptrede hält und sich viele andere auch zu Wort melden, das macht einen Parteitag doch lebendig. Und ansonsten würden ja Journalisten auch gar nicht gerne kommen wollen. Wie finden Sie das, dass Friedrich Merz da reden wird? Wir sind in einer Demokratie, freie Rede. Also ich fände es eher komisch, wenn jemand nicht reden könnte. Also Sie wissen ja, dass es darum viel geht, ne? Um was geht's denn? Frau Hildebrand, erklären Sie es uns vielleicht. Ja, es ist gut, dass Sie gesagt haben, dass Frau Kramp-Karrenbauer die Hauptrede hält, weil ich glaube, darum geht es. Wer hält denn hier eigentlich die Hauptrede? Und wer ist sozusagen in der Pole Position? Und natürlich ist das schon sehr interessant, dass der Friedrich Merz, der ja vor einem Jahr nicht Parteivorsitzender geworden ist, viele sagen, weil er damals eine schlechte Rede gehalten hat, weil er das versemmelt hat, wie viele sagen. Das wurmt ihn natürlich, denn er kann ja reden. Das ist im Grunde sein großes Talent. Mhm. Und insofern ist schon die Tatsache, Friedrich Merz redet in Leipzig, in einer Stadt, wo Angela Merkel mal als Turboreformerin aufgetreten ist und begonnen hat. 2002, also da kommen schon viele Dinge zusammen. Wenn man, man muss jetzt kein Relotius sein, um sozusagen zu erkennen, dass hier einige Geschichten sich auch runden oder wieder treffen. Insofern ist das schon spannend. Und es geht, glaube ich, genau, es geht eigentlich darum, kommt die Parteivorsitzende ohne Schaden aus diesem Parteitag raus. Und das ist genau das Problem dieses Parteitags. Ja, kein Wahlparteitag, also da wird es keinen Putsch geben, es wird auch niemand abgewählt werden. Aber eigentlich, vor einem Jahr ist sie gewählt worden, sehr schwierig, mit nur der Hälfte der Partei. Und das sollte jetzt die große Hinwendung zu den Inhalten sein und Stufe 2 sozusagen. Und da ist die Partei nicht so richtig angekommen bei dieser Stufe 2, weil man doch sehr beschäftigt ist mit solchen Betrachtungen, wer ist hier eigentlich... Wer ist eigentlich Chef? Wer ist eigentlich Chef oder wer wird Chef oder wer bleibt Chefin und wann passiert das alles?
Sie waren doch bei dieser legendären Vorstandssitzung auch dabei, Frau Klöckner, ne? Wir haben viele legendäre Vorstandssitzungen. Ja, in letzter Zeit vor allen Dingen. Ne? Ich meine die, in der, der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, der letzte Woche auch hier bei uns war, ganz offen die Führungsfrage gestellt hat. Wie fanden Sie das? Na, ich habe ja die Sendung gesehen, als Tilman hier bei Ihnen war. Und er hat ja auch noch mal deutlich gemacht, er hat nicht die Führungsfrage in der Partei gestellt, sondern er hat die Führungsfrage, also eine Klarheit möchte die Junge Union haben, was das Thema Kanzlerschaft angeht. Die Junge Union hat die Vorstellung, dass wir den oder die Kanzlerkandidatin per Urabstimmung zum Beispiel oder Urwahl bestimmen. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Aber was Frau Hildebrand eben sagte, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nur von der Hälfte der Partei gewählt worden sei. Also von den Delegierten des Parteitages. Aber wenn man drei Kandidaten hat, die wirklich alle drei nicht nur konnten, sondern auch wollten, das ist ja der Unterschied zur SPD. Die haben drei Kandidaten, ob sie können, weiß ich nicht, aber oder hatten sie, die aber nicht wollten. Und wir hatten wirklich das Glück, und das sage ich auch, dass es ein Glück ist, drei so veritable Kandidaten, die so ernstzunehmend sind, die waren im Wettbewerb. Und das hat ja auch gezeigt, dass die auf Augenhöhe auch gewesen sind. Und wenn es ein knappes Ergebnis war, dann ist das ein knappes Ergebnis, weil die Leute frei gewählt haben. Aber das ist weder schlecht noch gut. Ich meine das auch gar nicht als Vorwurf und auch nicht als einen Ausdruck in dem Moment von Schwäche. Aber man hat natürlich gesehen, dass es Probleme verursacht. Und wie es dann hinterher weitergeht, hängt eben nicht nur von denen ab, die gewonnen haben, sondern auch von denen, die verloren haben. Und die haben offensichtlich das Gefühl gehabt, ihnen muss nun unheimlich entgegengekommen werden, weil sie verloren haben, weil sie getröstet werden müssen und so weiter. Und das hat ja dann die Vorsitzende auch gemacht und hat dabei so ein bisschen ihr Profil verloren. Also es war gar nicht, damals war es kein Ausdruck von Schwäche, sondern okay, dann wie Sie sagen, sozusagen der Wahl. Aber es ist einfach objektiv war es so. Ne? Das Wahlergebnis war halbe-halbe und das ist immer schwierig. Man muss dann immer die anderen irgendwie mit dazu kriegen. Aber jetzt mal ernsthaft, wir können jetzt so tun, als wäre das alles kein Problem, als wäre das alles ganz fantastisch und alles ganz freundlich und ganz nett. Die Wahrheit ist doch, das ist doch ein irrer Affront. Sowas hat es doch noch gar nicht gegeben, auch in der Geschichte Ihrer Partei nicht, dass der Vorsitzende einer Jungen Union ganz ernsthaft die gerade frisch gewählte Parteichefin auf diese Art und Weise provoziert und in Frage stellt und sie am Ende auf der Pressekonferenz sagt, das, was da gerade da drin abgelaufen ist, konnten Sie alles im Live-Ticker beobachten und verfolgen. Ich meine, härter geht's nicht. Also erstmal gehört es zum Profil einer Jungen Union, dass sie nicht stromlinienförmig all das runterbetet, was der Vorstand sagt. Also das ist durch alle Zeiten hindurch so. Nur bei Helmut Kohl gab es halt noch kein Twitter. Deshalb konnte man es auch nicht im Live-Ticker mitlesen. Und ja, also ich glaube, am Ende geht es doch darum, wenn es unterschiedliche Sichtweisen gibt, dann muss man drüber reden. Und ich fand das schon gut, wie es Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat im Bundesvorstand. Leute, wenn ihr eine Führungsfrage jetzt geklärt haben wolltet, also das heißt die des, der Parteivorsitzenden, und da wurde es ja dann klargestellt, dass es nicht um die Parteivorsitzende, also um diesen Posten geht. Aber wenn ihr das klären wollt, dann kann das ja nur ein Parteitag machen und wir treffen uns jetzt beim Parteitag. Das ist doch im Grunde der Fehdehandschuh, der da hingeworfen wird und sagt, okay, pass auf, also das letztes Aufgebot. Ich sage, okay, dann könnt ihr das jetzt machen. Dann diskutieren wir das wirklich mal in Leipzig in zwei Wochen aus. Das ist doch das, was da passiert. Nein, warten Sie mal ab. Also ich gehe ganz klar davon aus, dass es in Leipzig nicht ein Jahr nach der Wahl der Parteivorsitzende darum gehen wird, ob sie Parteivorsitzende bleibt oder nicht. Aber ist das ein Muster, das Sie kennen, dass in der Politik jetzt in dem Moment, wo jemand wie Frau Kramp-Karrenbauer Schwäche zeigt, angeschlagen ist? Was ist denn für Sie Schwäche? Na, Schwäche ist schlechte Umfragewerte, Schwäche ist... Wie sind denn Ihre Zuschauerquoten? Gut, danke, sehr gut. Sehr gut sogar. Ja. Kann sich auch... Aber... Alter Trick... Alter Trick von Frau Klöckner, immer dann direkt zurückzufragen. Aber so schnell werden Sie mich nicht los. Also wie würden Sie in kurzen Sätzen das Verhältnis von Annegret Kramp-Karrenbauer mit Angela Merkel beschreiben? Oder zu Angela Merkel beschreiben? Das Verhältnis? Ja, wie mögen die sich noch? Die mögen sich. Die haben, schätzen sich die, auch? Die schätzen sich, die treffen sich, ohne dass sie es öffentlich mitteilen. Die vertrauen sich, so wie ich es wahrnehme. Und ergänzen sich. Also ich erlebe das bei uns im Kabinett, da Annegret Kramp-Karrenbauer ja Verteidigungsministerin geworden ist. Mhm. Ich erlebe es im Vorstand. Okay. Und ich kann nur das sagen, was mein Eindruck ist. Und insofern
ich glaube nicht, dass alle Projektionen, die eine Geschichte dann ergeben, auch immer wahr sein müssen, die man von außen vielleicht rein interpretiert, weil man vielleicht auch zu wenig weiß als Betrachter. Ich frage das deswegen, weil Frau Hildebrand eine Situation beschrieben hat. Es ging ja um die große Frage, was ist da vorgefallen? Wieso sollte jemand mitfliegen nach Amerika? War plötzlich kein Platz mehr im Flugzeug und so weiter. Und Sie haben in Ihrer Reportage einen interessanten Satz geschrieben. Also, dass da nichts ist, das glaubt kein Mensch mehr. Irgendwas muss da sein. Irgendwas muss da vorgefallen sein zwischen Frau Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer. Ja, da ging es aber nicht so sehr um das Fliegen. Das ist eher ein Fall von der Projektion. Also beide wollten in die USA fliegen und Frau Kramp-Karrenbauer wollte ursprünglich im Regierungsflieger oder im Kanzlerinnenflieger mit. Und dann war da kein Platz. Und da gab es dann sehr unterschiedliche Lesarten. Die einen fanden es unmöglich, dass sie das überhaupt vorgehabt hatte, wie jemand sagte, im Handgepäck der Kanzlerin zu reisen. Die anderen fanden es unmöglich, dass Merkel sie nicht mitgenommen hat. Offiziell ging es gar nicht ums Mitnehmen. Das ist ein Fall von Projektion. Worum es bei dem Verhältnis, glaube ich, geht, ist genau das Vertrauen, was Sie erwähnt haben. Und ich glaube auch, dass sie sich mögen, dass sie auch natürlich immer noch auf eine Art gut zusammenarbeiten. Aber ich glaube, dass es gab am Anfang mal so ein großes Grundvertrauen, dass man im Grunde immer das Gleiche meint, auch ohne, dass man es aussprechen muss. Und dieses Vertrauen ist schon im Laufe der Zeit erschüttert worden. Und auch wenn wir alle, Sie nicht und ich auch nicht, dabei sind, wenn die beiden unter vier Augen sprechen, dringt doch manchmal etwas nach außen. Und es ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass Frau Merkel, sie hat es ja selber auch gesagt, zum Beispiel den Umgang mit ihrer Migrationspolitik, da gab es ja ein sogenanntes Werkstattgespräch dazu, wo das so ein bisschen in Frage gestellt oder auf den Prüfstand gestellt wurde. Und da hat die Kanzlerin, da muss man jetzt gar nicht rumgeheimnissen oder spekulieren, öffentlich gesagt, das ist Zeitverplempern. Also sie hat es gesagt. Daher wissen wir, dass sie das nicht für eine gute Idee gehalten hat. Und da gibt es so einige Dinge, wo klar war, es gibt unterschiedliche Einschätzungen und dieses Vertrauen, auch das Vertrauen darin, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Wunschnachfolgerin ist, da kann man zumindest nicht mehr so sicher sein. Ja, aber jetzt würde ich jetzt echt mal die Kirche im Dorf lassen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass in einer Redaktion, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Da gibt es einen Chefredakteur, einen stellvertretenden Chefredakteur und die haben zu einem Vorgang, der beschrieben wird oder einem Kommentar, der geschrieben wird, eine unterschiedliche Sichtweise. Wenn wir uns noch daran erinnern, ganz am Anfang hieß es ja, Mensch ist Annegret Kramp-Karrenbauer nur ein Abbild von Angela Merkel. Nie ist eine Person ein Abbild von einer anderen, weil jeder eine Persönlichkeit ist und auch unterschiedliche Schwerpunkte hat. Mini-Merkel und so, was da alles gesagt wurde. Und im Saarland haben wir ganz klar gesehen, als es um die Migrationsfrage ging, als es vor allen Dingen um die Frage abgelehnter Asylbewerber ging, da hat die Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer eine ganz klare Haltung gehabt, die sie auch mit übertragen hat in die Partei. Und ihre Aufgabe als neue Parteivorsitzende hat sie so gesehen, dass sie versucht, auch Flügel wieder zusammenzubinden. Also, dass wir als Volkspartei natürlich auch, wir haben ja auch eine große Sichtweise, wie das im Übrigen in Familien so ist, wie das in Redaktionen so ist oder vielleicht auch in der Küche so ist, in einem großen Restaurant. Das ist sehr unterschiedlich. Ganz klar, also diese ich sehe manchmal, wahrscheinlich, weil ich auch selber, manchmal sieht man ja einen Wald vor lauter Bäumen nicht und weil man selber in einer eigenen Politikblase ist. Zum Wald kommen wir gleich, das ist ja Ihr Thema. Hin, ja. Aber man ist ja selber, jeder ist ja in einer gewissen Blase dort, wo er im Beruf ist. Das kann auch sein, dass ich das jetzt so interpretiere, dass das alles eine Überinterpretation ist. Ich mache meinen Job und will den gut machen, auch als stellvertretende Parteivorsitzende. Und so sehe ich das auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Also, Frau Klöckner, ich versuche gerade zusammenzufassen, gedanklich, was Sie gerade gesagt haben. Man macht sich da so seinen Reim drauf. Aber wir sollten über Landwirtschaftspolitik tatsächlich auch kurz sprechen, wenn wir die Chance haben, Sie mal bei uns zu haben. Es gab ein Video, das Ihnen, um es mal nett zu sagen, irgendwie ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Ein Auftritt mit dem Nestlé-Deutschland-Chef. Wir schauen einmal ganz kurz rein und dann reden wir darüber, was der Sinn und Zweck dieses Videos war. Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Und ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen. Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne. Wir machen das ja auch schon seit ein paar Jahren und werden auch in der Zukunft deutlich Salz, Zucker und Fette reduzieren.
Jetzt haben wir in den letzten Jahren ca. 10% reduzieren können. In der Zukunft kommen sicherlich noch mal 5% dazu. Sind wir damit zufrieden? Nein, ich glaube, es muss schneller gehen. Das heißt, auch unsere Innovationen müssen einen Beitrag liefern. Und ja, darüber haben wir uns heute ausgetauscht. Also er ist richtig begeistert, Herr Börsch, geradezu ekstatisch. Und die Frage ist, warum haben Sie dieses Video gemacht? Weil ich vorhabe, dass wir in den Nahrungsmitteln, die die Bürgerinnen und Bürger konsumieren, die Fertignahrungsmittel, dass wir dort weniger Salz, weniger Zucker und auch weniger Fett vorfinden. Wir haben übergewichtige Kinder, die sind adipös, haben Altersdiabetes in jungen Jahren. Und der Griff nach Fertignahrungsmitteln hat enorm zugenommen. Und wir können nur mit der Industrie, und im Übrigen machen andere auch mit. Im Übrigen ist es wichtig, dass wir ganz konkrete Ansätze haben und nicht nur Verbände sagen, es wird was reduziert. Verstehe ich sondern alles. Wir ganz konkrete Produkte haben, das verstehe ich alles. Dass die gesunde Wahl zur leichten Wahl dann auch aber die Frage wird. Ist, warum mit ihm dieses Video? Ich habe auch mit anderen Videos gemacht. Wir haben auch mit anderen, die ganz konkret beteiligt sind. Wir sind so weit, wie wir noch nie waren. Mit wem haben Sie noch sowas vor der Kamera gemacht? Zum Beispiel mit dem Bundesverband. Wir haben das gemacht. Mit dem Milchverband haben wir gesprochen. Mit einzelnen aber Gruppen. Mit alle den vor der Kamera, so wie mit Herrn Börsch? Ja, wir haben auch vor der Kamera Videos gemacht, wo wir wirklich auch erläutert haben, was wir jetzt machen. Mir geht es um die Form. Ja. Es geht, weil das ist ja sozusagen das, woran sich die Kritik so entzündet hat. Also der Vorwurf war, da steht sozusagen die Landwirtschaftsministerin, die auch zuständig ist für uns alle als Verbraucher, als Menschen, die das essen, was die Landwirtschaft herstellt, und ist sozusagen die PR-Frau von Nestlé. Das sehe ich so nicht. Ich muss Ihnen sagen, ich glaube, seine Leute sind ein bisschen ins Koma gefallen danach, weil er ganz klar zugesagt hat und vor allen Dingen auch die Zusage gemacht hat, dass die Fertiglebensmittel, die Nahrungsmittel auch seiner Firma massiv an Zucker und Salz und Fett reduzieren. Massiv? Und das ist, er hat gesagt 5%. Ja, passen Sie mal. Ja, aber das ist der erste Schritt bis 2023. Das geht weiter. Ja, 5%? Ich glaube, jetzt müssen wir einsteigen mal in die Fachlichkeit. Total. Wir haben seit wirklich vielen Jahren oder schon bestimmt über 10, 15 Jahre die Debatte darüber. Und es ist nie zu einem Erfolg geführt worden, egal unter welcher Regierung. Die Debatte darüber, wie wir Nahrungsmittel gesünder gestalten können. Zucker reduzieren vor allem. Haben wir auch hier mit Johann schon häufig in der Sendung darüber gesprochen. Oder Fett reduzieren oder Salz reduzieren. Wir wissen, in den skandinavischen Ländern war der Salzgehalt so immens hoch, dass wirklich über Jahre, also fast über 10 Jahre, musste der sukzessive reduziert werden. Wenn er nämlich schlagartig reduziert worden wäre, dann wäre der Geschmack der Verbraucher nicht mitgegangen. Kalter Entzug. Ja, aber so ist es im Übrigen auch mit Zucker. Und deshalb mache ich eine Innovations- und Reduktionsstrategie, die in der vergangenen Legislatur noch ausgebremst worden ist. Und wir haben Vereinbarungen mit der Industrie und wir werden bei den Frühstückscerealien für Kinder 20% weniger Zucker drin haben. Wir werden das bei den Säften 15% weniger Zucker haben. Und das sind Schritte in einem Gesamtkonzept. Das heißt, dass eben das Zucker der Zucker auch nicht ersetzt wird, zum Beispiel durch Fett oder andere Zusatzstoffe und Geschmacksträger. Und das ist ein Konzept, das jetzt so weit ist, dass andere Mitgliedstaaten aus Europa das übernehmen wollen, was wir machen. Und ich finde, das ist ein Erfolg. Und wenn wir Erfolge zeigen können, dann kann man das auch so machen, dass andere, ich sage es jetzt mal positiv, auch unter Druck gesetzt werden, mitzumachen. Das habe ich schon verstanden. Ich finde es auch sympathisch, dass Sie das mit ihm so machen und ihn auf diese Art und Weise ein bisschen zwingen, sozusagen vor den Augen der Öffentlichkeit das anzusagen. Und das setzt Herrn Börsch natürlich auch unter Druck, das verstehe ich. Wissen Sie, was meine große Frage ist in dem Zusammenhang? Und die stelle ich mir seit Monaten. Wieso sagen Sie ihm das nicht einfach an, was zu machen ist? Warum machen Sie es nicht verbindlich? Wir machen ein Gesetz und in diesem Gesetz steht drin, ihr reduziert jetzt Zucker. Und zwar um so und so und so und so viel Prozent. Und wenn ihr das nicht macht, dann gibt es eine Zuckersteuer, wie in England beispielsweise. Mit der Zuckersteuer könnten wir wiederum, weiß ich nicht, Schulessen für bedürftige Kinder bezahlen und so weiter. Also es gibt eine Menge schlauer Möglichkeiten. Sie hätten doch die Möglichkeit, das zu tun. Wenn Sie es wirklich schlau machen wollten, müssten wir es vom Ende her denken. Wir machen ja nicht die Rezepte. Wir sind jetzt mit dieser Innovationsstrategie schneller als je ein Gesetz wäre. Denn wir haben jetzt zum Beispiel in der Reduktion bei Wurst haben wir gezeigt, dass wir
bei Gelbwurst etwa 40% von Fett reduzieren können, allein durch Forschung. War mir auch neu, aber ich habe das Max-Rubner-Institut, was zu meinem Ministerium gehört. Und wir entwickeln mit diesem Institut auch für übrigens kleine Handwerksbetriebe, weil wir wollen, dass die Metzgerei um die Ecke noch da bleibt, dass auch zum Beispiel der kleine Bäcker noch eine Chance hat. Die Großen können das machen, aber die Kleinen müssen es schaffen. Und deshalb haben wir mit dieser Innovationsstrategie, geben wir ihnen auch ökotrophologisch und mit vielen wissenschaftlichen Errungenschaften, die wir erarbeitet haben, an die Hand, dass man sogar mehr als 20% Zucker reduzieren kann oder mehr. Und das kommt je aufs Produkt an. Aber nochmal, Frau Klöckner, warum schreiben Sie das nicht fest als Gesetz? Das verstehe ich nicht. Ja, sagen Sie mal genau, was Sie festschreiben wollen. Sagen Sie es ganz genau. Ich würde es machen wie in England. Ich würde klipp und klar festschreiben, um wie viel Prozent Zucker im Laufe der nächsten Jahre zum Beispiel in Süßigkeiten runtergehen soll. Auch sagen, Salz. Nein, aber jetzt gehen wir einmal durch. Wissen Sie, was mein Punkt dabei ist? Nur ganz kurz. Wie viel Salz soll im Brot weniger sein? Nein, ich bin kein. Müssen wir Johann fragen, wie viel Salz darunter kann. Mein Punkt ist ein anderer. Mir geht's Gesetz festschreiben. Nee, aber mir geht's um den politischen Ordnungsrahmen. Wenn ich mir anschaue, die Pharmaindustrie zum Beispiel, die hat man doch auch über Jahrzehnte versucht, auf freiwilliger Basis zu irgendwelchen Dingen zu bewegen. Es hat nichts funktioniert. Bei uns funktioniert's. In der Chemieindustrie genau das Gleiche. Bei uns funktioniert's, Herr Lanz. Wir sehen, dass wir führend in Europa sind. Bei uns funktioniert die Reduktionsstrategie. Wir werden jetzt im Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, haben wir die erste Evaluation der Reduktionsziele. Wir haben jetzt 8 Verpflichtungen der Reduktion. Verpflichtungen. Die haben selbst Verpflichtungen eingegangen. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann gibt es regulatorische Maßnahmen. Ich habe jetzt verboten, und das ist dann klar, da werde ich ordnungspolitisch, weil es da um Kinder geht, um Babys geht. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, weiß nicht, ob das den Leuten oder auch jungen Müttern bekannt war, wenn sie Babytees gekauft haben. Sind gesüßt. Sind nicht alle, aber es ist erlaubt, dass in Babytees Süßungsmittel drin sind. Ja. Es geht nicht nur um Zucker, sondern Süßungsmittel. Auch die Süßungsmittel trainieren die Kinder schon auf einen gewissen Geschmack hin. Und das verbiete ich jetzt. Das ist nicht auf große Zustimmung der Industrie gestoßen, aber ich verbiete es jetzt, habe die Verordnung vorgelegt. Wir sind damit führend in Europa. Wir werden verbieten, dass man Babytees Zucker und andere Süßungsmittel Was für Babys gut ist, kann doch für Jugendliche nicht schlecht sein. Das ist mein Punkt. Ja, da haben Sie recht. Und das kann aber auch für Erwachsene nicht schlecht sein. Ja, Sie wollen und es gibt konkret die Untersuchungen, die es dazu gibt. Ja, aber nochmal, Sie müssen schon konkret bleiben. Ganz kurz eine Ernährungsstudie gelesen, die Folgendes sagt. Wenn Sie sich Jugendliche anschauen, die die ganze Zeit auf diese Art und Weise, wie wir das heute mit Fertigprodukten und so weiter machen, ernähren, dann haben die mit 24, 25 so schon erste Gefäßschäden. Absolut richtig. Und diese Gefäßschäden führen dann spätestens mit Mitte 50 dazu, dass du ein ernsthaftes Thema mit Schlaganfall, Herz... Absolut, schon viel früher. So. Sie haben jetzt schon... Echtes Problem. Absolut. Wir haben 61% der Männer, die übergewichtig sind. Wir haben 45% der Frauen, die übergewichtig sind. Und 15% der Jugendlichen, die übergewichtig und adipös sind. Und deswegen die Frage, warum können Sie Kraft Ihres Amtes und mit der ganzen Power, die Sie haben, nicht hingehen und sagen, so, und jetzt sage ich euch das an. Jetzt. Ihr habt es jahrzehntelang so gemacht, wie ihr das wolltet. Wir haben gebettelt und bitte gesagt, ihr habt es nicht gemacht. Jetzt sagen wir es euch an. Gebettelt haben wir nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr einsteigen. Als wer sich mit Wissenschaftlern unterhält, wer sich mit Ernährungswissenschaftlern, Kinderärzten unterhält. Ich habe ein Kinderernährungsinstitut gegründet. Wer sich mit denen unterhält, der sagt, das ist viel zu kurz gesprungen. Was Sie jetzt fordern, Sie sagen, da könnte ich mir es ganz einfach machen. Ich mache ein Gesetz, da schreibe ich was rein, irgendeine Zahl. Was wir machen, ist viel umfassender, was wir gerade machen. Sie können ja das eine tun, Chance, ohne das andere zu lassen. Verstehen Sie, Frau Klöckner? Sie haben doch gerade eben gefragt. Ja, okay. Und das braucht vielleicht ein bisschen mehr, um es zu erklären. Aber deshalb sitzen da Fachleute dran. Und deshalb macht das Deutschland führend in der ganzen Europäischen Union. Wir haben ein komplettes Konzept, ein Ernährungskonzept, wie wir die gesunde Wahl zur leichten Wahl machen. Und das heißt, wir brauchen andere Fertignahrungsmittel. Und da geht es nicht nur um Zucker. Das Problem ist, wenn wir eine Zuckersteuer machen, dann wird dieser Geschmacksträger Zucker durch was anderes ersetzt. Wir brauchen eine Gesamtkalorienzahlreduktion. Und das ist unsere Gesamtkonzeption. Wir gehen hin, dass wir eine bessere Nahrungsmittelkennzeichnung machen, Nutri-Score zum Beispiel. Das heißt, das ist eine Bewertung. Nee, Ampel ist was anderes. Ampel ist das, was in Großbritannien ist. Ich übersetze es jetzt mal so populär. Ja, aber es sind zwei unterschiedliche Systeme. Und Nutri-Score hilft mir, aber ist keine Garantie.
hilft mir, die bessere Wahl zu treffen. Dann kommen wir zum Thema Bewegung. Wir brauchen ein besseres Schul- und Kita-Essen. Deshalb machen wir jetzt, haben wir die Schul- und Kita-Vernetzungsstellen. Johann Lafer ist jemand, der sich da bestens auskennt, was man wirklich machen kann, damit Kinder ein ordentliches Schulessen bekommen. Und dann haben wir die ersten 1000 Tage sind wichtig. Und am Ende, lieber Herr Lanz, kommt es immer drauf an. Was machen Eltern, was geben Eltern ihren Kindern zu essen und wie bewege ich mich, wie ist mein Gesamtlebensstil? Das alles zusammen, wer nur auf einen Punkt setzt, der verlässt sich auf andere. Und wir haben eine Gesamtstrategie und ich glaube, wir werden da erfolgreich sein, weil wir Wissenschaftler an unserer Seite haben, die uns da begleiten. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Das Verhältnis von Ihnen und Peter Wohlleben, wie würden Sie das beschreiben? Peter Wohlleben ist Deutschlands berühmtester Förster. Was halten Sie von dem? Ich habe ihn mal getroffen und kenne ihn. Er hat eine andere Position. Er ist, die hilft ihm übrigens auch, ein Bestseller-Autor zu sein. Das ist in Ordnung. Ich setze bei uns stärker auf Wissenschaftler im Bereich, wenn es um Wald geht, wenn es um Forst geht, wenn es um den Waldumbau geht. Wir haben einen Wald in Deutschland, der bis auf die Dürrezeiten in der vergangenen Waldinventur haben wir gezeigt, dass wir mit den gesündesten Wald haben. Wir haben über Jahrzehnte einen Waldumbau hinbekommen, eben keine Plantagen. Wichtig ist, dass wir es schaffen, standortangepasste, klimastabile Bäume zu pflanzen. Da haben wir die Wissenschaft dabei. Ganz kurz nur, Peter Wohlleben sagt hier in der Sendung auf die Frage, was denn zu passieren hat, deswegen habe ich gerade nach ihm gefragt, sagt er Folgendes. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Gibt es Leute, die sagen, wir brauchen andere Arten, Sorten, wir brauchen Douglasien zum Beispiel. Also solche Leute heißen zum Beispiel Julia Klöckner, ja. Zum Beispiel, ja, genau. Die lässt sich ja immer in Nadelwaldplantagen abbilden und auch noch bei der Pflanzung von fremdländischen Bäumen ab, wo ich sage, Mensch. Und Wein, viel Wein. Ja, die braucht, glaube ich, einen neuen PR-Berater. Das leuchtet ja zunächst mal ein, ne? wenn dann jemand sagt, pass auf, da brauchen wir resistentere Bäume, wow. Da brauchen wir Douglasien aus Nordamerika zum Beispiel, die können das besser. Hat sie da nicht recht? Nein, die hat keine Ahnung, das ist der Punkt. Warum? Also weil das ist eine, wie gesagt, das ist die Kokospalme Nordamerikas sozusagen, die pflanze ich jetzt hierher. Zu einem Wald gehören Zehntausende, wahrscheinlich sogar Hunderttausende von Arten. Und jetzt bringe ich quasi die Nahrungsgrundlage, nämlich die Douglasie aus Nordamerika hierher. Und unsere heimischen Arten sagen, bäh, mag ich nicht. Was ist das denn? Kann ich nichts mehr anfangen. Mhm. Und das führt dazu, dass dieser Boden unter den Schuhen von Frau Klöckner völlig verödet. So, also das ist unser tropischer Regenwald, den tritt sie dann gerade mit Füßen und zwar für die nächsten, naja, sagen wir mal, vielleicht auch nur ein paar Jahre, weil ich gehe mal davon aus, dass diese Bäume vertrocknen hier. Und jetzt fordert sie einen Nachschlag von, ich glaube aktuell, also auf jeden Fall deutlich über 1 Milliarde. Und man sagt, für das da, was du da machst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wald kommt bei uns von ganz alleine, dazu muss man gar nichts machen. Ja, das so, ist nochmal Herr Wohlleben. Konträre Position. Ja, aber das ist ja okay. Ich meine, ich kenne Herrn Wohlleben und die Wissenschaftler, 80 haben jetzt einen Brief unterschrieben und deutlich gemacht, dass sie seine Art Wissenschaft nicht teilen. Das sollen die Wissenschaftler untereinander ausmachen. Also gibt es einen Streit, nein, ja? Nein, es gibt keinen Streit. Ja, aber also sehr gegensätzliche Position ja auf jeden Meinung Fall. Ja, sein. Das ist also interessant. Vielleicht stört es ihn, gut, er ist ja für die Grünen aktiv, vielleicht gehört es auch zum Geschäftsmodell, ich weiß es nicht. Aber er hat erstmal Erfolg, auch mit seinen Büchern. Und er hat, und das muss ich sagen, rechne ich ihm hoch an, er hat eine Sensibilität für Bäume in unserer Gesellschaft auch wirklich hervorgerufen, aber er greift sie hier massiv an. Ja gut, aber das ist eingepreist, weil er hier bei Ihnen gesessen hat. Ich muss ja nicht das Gleiche machen. Der Punkt ist doch, er unterstellt etwas, was wir überhaupt nicht vorhaben. Er unterstellt, dass wir nur Nadelbäume pflanzen wollen. Also, dass er jetzt sagt, dass man sich mit Nadelbäumen, das ist ein Foto mit Nadelbäumen, ja, es gibt auch Nadelbäume in Deutschland. Und es gibt 48% Laubwälder. Und wir werden unseren Wald, wir haben einen Wald, ich mache jetzt die neue Waldinventur 2022. Und wir haben einen Wald, oder den wir brauchen. Das wird ein Wald sein, der ein Mischwald ist. Wir werden Borkenkäferholz rausholen müssen, aber nicht das komplette Totholz. Und wir haben eine Naturverjüngung, das, was er gerade sagt. Aber wenn man den Wald überhaupt nicht anpasst oder angreift. Im Übrigen haben wir auch gesehen, welche Waldschäden in Wäldern stattgefunden hat,
die überhaupt nicht bewirtschaftet werden. Und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung führt dazu, dass wir CO2 langfristig binden, in Holzbauten zum Beispiel. Und wenn wir eben Borkenkäferholz nicht rausholen, haben wir selbst in gesunden Wäldern dann den Übergriff vom Borkenkäfer. Also wir müssen raus aus diesen Ideologien. Wir müssen uns nicht nur definieren über die Abgrenzung zu anderen. Er hat sicherlich gute Ansätze, aber auch Ansätze, die er anderen unterstellt, die hat er ja nie mit mir diskutiert oder mit anderen. Also ich sehe das sehr gelassen. Wir haben einen Waldgipfel mit vielen, vielen Wissenschaftlern und Fachleuten und Praktikern gemacht und haben jetzt eine Waldstrategie veröffentlicht, die ich vorgestellt habe jetzt bei der Europäischen Union, bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir nehmen eine 500 Millionen Euro in die Hand, um Folgendes zu machen, um die Wälder dort, wo Borkenkäferholz ist, zu räumen, um Lagerstätten zu haben. Auch für Holz, das jetzt nicht verkauft werden kann. Der Holzpreis ist im Keller. Mhm. Aber wir müssen auch anerkennen, was viele Waldfachleute, was Forstleute, Waldbesitzer auch wirklich für uns getan haben, für die, die eine frische und gute Luft haben wollen. Und jetzt geht es darum, Douglasie wird uns nicht retten. Es werden nicht alle fremdländischen Bäume uns retten, aber es wird darum gehen, wo wir wirklich klimastressresistent, also wo wir wirklich in Klimastress haben, dass wir dort auch standortangepasst auch Baumarten aus Deutschland, die wir vielleicht gar nicht mehr parat haben, die wir wiederentdecken. Und da brauchen wir Fachleute vor Ort. Und da werden wir wirklich mit unserer Wissenschaft und unsere Waldwissenschaft in Deutschland ist weltweit anerkannt. Und da sage ich, brauchen wir einen klugen Kopf, keine Ideologie. Und wir müssen, jeder Baum, der heute nicht gepflanzt ist, der wird unseren Enkeln fehlen. Und deshalb kümmere ich mich darum, dass die Bäume wieder gepflanzt werden. Also, ich danke bis hierhin. Gibt viel zu tun. Salman Rushdie ist bei uns, der seit ein paar Tagen in Deutschland ist und den ich gerne gleich zu Beginn fragen würde, wie verfolgen Sie deutsche Politik? Verfolgen Sie überhaupt deutsche Politik? You know, it's so enjoyable to listen to other people's problems. Es macht schon Spaß, hier die Probleme anderer anzuhören. Wenn du in New York lebst oder zwischen New York und London, dann reduziert die ganze Welt sich auf zwei Wörter. Trump und Brexit, mehr nicht. Ja. Über nichts anderes reden die Leute. Ist also ganz interessant, das hier zu hören, mal andere Dinge zu hören. Sie haben neulich gesagt, Trump sorgt dafür, dass er im Zentrum eines jeden Gespräches steht. Und Sie sagten auch, das ist die große Kunst des Donald Trump, es zu schaffen, einfach immer Gegenstand von Gespräch zu sein. Yes, he knows how to run the news cycle. Er weiß, wie man mit dem Nachrichtenzyklus umgeht, dass es sich nur um ihn dreht. Selbst negative Dinge, immer noch um ihn. Das ist sein Genius, sein Genie. Und da habe ich gesagt, auch wenn ich nicht viel machen kann, ich lasse ihn weg aus meinem Buch. Er wird nicht erwähnt in dem Buch. Das Wort kommt nicht vor. Und ich denke, wir verbringen so viel Zeit damit, in dieser Besessenheit mit allem, was ihm aus dem Mund quillt, dass mal ein paar hundert Seiten lang der Name vielleicht nicht vorkommen soll. Ja. Es ist... Das stimmt, das ist ähnlich, ist ja ähnlich auch beim Brexit. Und wenn man mal anfängt einzusteigen und mal guckt, was da unter der Oberfläche ist, dann merkt man plötzlich, es gibt ganz handfeste Gründe, warum Leute sich für den Brexit entscheiden oder warum sie für Donald Trump beispielsweise stimmen. Wie hat sich denn dieses Amerika, das ist ja auch ein bisschen Thema Ihres Buches, ein grandioser, ein wahnsinniger Roman, wie hat sich denn dieses Amerika, von dem Sie sagen, die letzten 70 Jahre, das war so stabil, das war mein Land, das war das Land, das ich kannte, wie hat sich das verändert, jetzt speziell in den letzten Jahren? Well, you know, one of the things I wanted to do in this book was to get out of the city. Ich wollte raus aus der Stadt in diesem Buch. Das war eines meiner Anliegen. Die letzten Bücher spielten immer in New York City. Das ist ein Amerika, aber nicht das einzige. Und dann habe ich mir gesagt, du musst raus aus der Stadt. Lass das Buch einfach mal dieses andere Amerika untersuchen. Das kleine Amerika, die Randstaaten. Die Südstaaten, was haben die Leute im Kopf? Und leider muss man sagen, was da wirklich wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt ist, ist der Ausländerhass, der Rassismus. Das muss man deutlich sagen. Und das führt eigentlich, kommt daher, dass ein schwarzer Präsident diese Reaktion ermöglicht hat, diese starke Reaktion bei den weißen Amerikanern. Ich spreche nicht von den Afrikanern oder Afrika,
Stämmigen, sondern von den Dunkelhäutigen, auch Inder und alle möglichen, die durchfurchen das Land auf ihrer irrsinnigen Suche nach Liebe. Aber ich habe mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie nicht auf Rassenhass stoßen. Darüber wollte ich schreiben, Ablehnung. Ne? Manchmal sind das Blasen, manchmal sind das körperliche Bedrohungen. Das ist die Alterswirklichkeit in den USA im Augenblick. Und das erklärt ganz schön viel, finde ich, zu der Frage, warum es einen Trump gibt. Er hat das viel schlimmer gemacht, denn der rührt ständig noch im Topf herum, aber der Topf war schon mal da, als er kam. Genau, es ist eine Wechselwirkung, ein Wechselspiel, das da stattfindet. Ich habe neulich nachts, weil ich nicht schlafen konnte, mir einen Wahlkampfauftritt von Trump in, ich glaube in Illinois war es, angesehen. Und da gab es eine Stelle, es ist ein ganz langer Wahlkampfauftritt, da gibt es eine Stelle, in der er anfängt, über Joe Biden zu sprechen. Erst geht es, glaube ich, um seinen Sohn und dann geht es um den ehemaligen Vizepräsidenten, um Joe Biden. Und wenn man sich dann mal klar macht, da spricht jetzt ein amerikanischer Präsident, kein Anwärter, kein Kandidat, ein Präsident, über einen anderen ehemaligen Präsidenten im Wahlkampf. Und dann schauen Sie sich bitte mal, und das ist eigentlich der interessanteste Teil, die Reaktion derer an, in dem Moment, in dem Trump dann das Tabu bricht und Dinge sagt, die eigentlich unvorstellbar sind. Die Reaktion der Leute dahinter, das ist das eigentlich Erschreckende. Das erzählt so viel. Schauen Sie mal. Hunter, you know nothing about energy. You know nothing about China. You know nothing about anything, frankly. Hunter, you're a loser. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's ass. Thank you. So, es ist interessant, das mal wirklich stehen zu lassen. Also den Applaus auch, der danach kommt. Das war der längste Applaus in dieser gesamten Rede. Ich habe mir das ganz angesehen. Wie erklären Sie sich das? Auch die Reaktion derer dahinter, diese Häme, diese Verachtung, dieses komplette Verächtlichmachen von Menschen und von Politik. Es ist das, worüber ich versuche zu schreiben. Die Zerstörung der Idee von der Wahrheit. Wenn Trump sagt true und meint wahr, dann meint er genau das Gegenteil. Der lügt auf so natürliche Art und Weise, viel natürlicher, als wenn er die Wahrheit sagen müsste. Was rauskommt, ist schon gelogen. Und was hier passiert, ist dies. Da ist der völlige Abriss dieser Idee von Wahrheit. Das könnte richtig sein, das ist bestimmt falsch und so weiter. Das, was wir so normalerweise unterscheiden, das ist schwer, das auszudrücken. Ein großer Teil des Landes zum Beispiel glaubt, dass es den Klimawechsel nur gibt, weil die Liberalen ihn erfunden und hergelogen haben. Viele im Land glauben, dass das Impfen der Kinder gefährlich ist. Die Welt ist hier platt und da hinten rund. Das glauben die. Was macht das mit einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, wenn man sich auf die Wahrheit nicht verständigen kann? Das ist sehr gefährlich. Mein Buch ist Komödie, aber da ist schon jemand, der hat sich bekloppt gesehen, indem er zu viel Junkfernsehen geschaut hat. Sie nicht und Ihre Sendung auch nicht. Nein, aber ganz ernsthaft. Aber wirklich, der ist verrückt geworden durch diese Unfähigkeit, noch die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, abzugrenzen. Und diese Verrücktheit ist die Verrücktheit ganz Amerikas inzwischen. Selbst wenn ich ihn einen Crackpot nenne, meinen Protagonisten, einen Verrückten, dann sieht man auf seiner Reise, dass die Staaten noch viel verrückter sind als er. Da ist die Gefahr.
Der Sprecher, der Ich-Erzähler, der ist ein Fiction-Autor, aber normal, wenn man schreibt, sagt man die Wahrheit, anstatt sie zu verschleiern. Er ist Romanautor. Ja. Vielleicht wird das mal unsere Aufgabe sein, die Aufgabe der Autoren. Aber sag mal, ich würde trotzdem noch mal gerne diesen Punkt ansprechen, weil Frau Klöckner hat das vorhin auch gemacht und ich glaube auch, dass Sie da einen Punkt haben. Und Sie, das Buch geht genau so direkt los. Also Sie sagen, da gibt es einen Mann, der hat einen veritablen Hirnschaden, weil er zu viel Fernsehen geguckt hat. Ja, es hat einen nicht mehr heilbaren Hirnschaden ausgelöst und so weiter. Und er begibt sich dann auf eine verrückte Reise. Das ist alles auch sehr fantasievoll und lustig und toll beschrieben. Aber die Rolle der Medien, also zum Beispiel Donald Trump, der ja auch nichts mehr tun musste, um Sendezeit zu kriegen, sondern jede noch so kleine Wahlveranstaltung, weiß ich noch, 2016, wurde plötzlich bei CNN, irgendwo im tiefen mittleren Westen, wurde plötzlich live übertragen. Mm-hmm. Yes. Und zwar deswegen, weil natürlich mit dem Auftritt dieses Mannes wurde Geld gemacht, mit dem wurden Quoten gemacht, mit dem wurde einfach Aufmerksamkeit generiert. Also welche Rolle spielen wir da alle auch selber? Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Well, look, I mean, I think there's the media is two things. Die Medien, da muss man zwei Dinge sehen. Sie sind einerseits irrsinnig wertvoll in ihrer Aufgabe und Funktion. Und ich glaube, dass im Moment in den Staaten wirklich Bewunderung angesagt ist für die seriösen Medien, wie sie umgehen mit dieser Flut von fürchterlichen Dingen, die wir jeden Tag serviert bekommen. Du kannst den Fernseher eine Stunde ausmachen, wieder an, da ist wieder was gelogen worden, wieder was passiert. Wenn ich mir anschaue, was da passiert auf den Nachrichtenkanälen in den seriösen Medien, muss ich sagen, Bewunderung, Hut ab. Aber Diktatoren füttern das Volk gerne mit Spielen, Brot und Spielen und das Reality-Television, das am wenigsten reale auf der Welt, greift derartig um sich, ist in der Luft einfach nur sehr manipuliert. Stellt sich dar als die Wahrheit, die Realität. Und ich glaube, wenn die Menschen in diesem Umfeld leben, wo sie nicht mehr wissen, was überhaupt wahr ist, dann wird das natürlich ausgebeutet und manipuliert durch Leute wie diesen Herrn, den ich jetzt nicht mehr beim Namen nenne. Ich habe das erlebt in den USA, wie verhärtet da die Fronten sind. Also es gibt Leute, die ihn nicht mögen, so wie Sie auch, die dann einfach nur von 45 sprechen, von der Nummer 45, weil er der 45. Präsident der Vereinigten Staaten ist. Den Namen spricht man gar nicht aus. Mhm. Dann gibt es aber andere, die Obamas Namen nicht aussprechen. Ich habe einen Mann in Texas getroffen, der sagte, da gibt es einen Mann gerade im Weißen Haus, der hasst dieses Land. Das glaubte der wirklich, einfach weil er diesen Präsidenten nicht ausstehen konnte. Und das ist der Hass, den Sie da auch beschreiben. Wenn Sie sagen, diese Welt, die jetzt so 70 Jahre so stabil war, die zerbröselt gerade, die zerfällt gerade, was bedeutet das denn für uns alle hier? Ich habe schon dieses Gefühl, es kommt irgendwann mal Science Fiction ins Buch, wo sowas wie das Ende der Welt angesprochen wird. Was ich versucht habe zu sagen, ist nicht das Ende der Welt. Ich spreche über das Ende einer gewissen Welt, einer bestimmten Welt, die wir in unserem Leben kennengelernt haben, die ein gewisses Format hatte, eine gewisse Form, Strukturen, Werte und das fühlt sich so an, als ob diese Welt angefangen hat zu zerkrümeln, nicht nur in den Staaten. Ganz dramatisch in den USA, aber ich bin sicher auch hinter dem, was gerade in Großbritannien passiert und in vielen anderen Ländern und Regionen. Italien. Die Art und Weise, wie wir die Welt gesehen haben. Unsere Weltsicht ist nicht mehr relevant. Diese Welt ist kaputt. Und wir alle leben natürlich in einem Weltbild. Jeder von uns hat ein Bild von der Welt und denkt, das ist die Welt. Und wir richten unser Leben darin ein. Aber wenn dieses Bild kaputt geht, dann kann man das beschreiben mit Verrücktheit. Wenn dein Weltbild zerstört ist, bist du verrückt. Und das passiert eigentlich mit uns allen im Augenblick. Deswegen ist das ein Buch über einen Verrückten, der gar nicht so verrückt ist wie die Welt. Ja.
Genau. Dein Bild ist kaputt. Und das lässt dann Demagogik zu, Lüge, Populismus, alles das schlüpft durch diesen Bruch, durch diese Bresche in die Welt hinein. Und in den USA siehst du das jeden Tag. Die Verbindung in die reale Welt, wenn wir über die USA sprechen, dann sprechen wir auch über diese fürchterliche epidemische Opioidkrise beispielsweise, Schmerzmittelabhängigkeit. Mhm. Was ich nicht wusste, ist, dass auch ihre eigene Schwester an einer Überdosis Schmerzmittel zugrunde gegangen ist. Yeah, I mean, it wasn't in America, it was in, das it was war in Pakistan. In Pakistan, nicht in den USA, aber egal. In Pakistan kriegst du jedes Medikament an jeder Straßenecke, jeder Apotheke, sogenannten. Die Leute sind ohne alle Skrupel. Sagen, nimm doch noch ein paar, dann kommst du nächste Woche nicht. Nimm jetzt 100 mit, dann brauchst du in 14 Tagen nicht wiederzukommen. Mhm. Da kriegst du sehr leicht Medikamente und stolperst in diese Falle. Vor 12 Jahren, das war meine kleinste, ich habe ja drei. Meine kleinste Schwester, 14 Jahre jünger als ich, meine Jüngste, die war erst 49. Die ist am Herzversagen gestorben und es war völlig klar, dass die Ursache ein Medikamentenmissbrauch war. Sie hatte sehr, sehr stark wirkende Schmerzmedikamente und das wurde für mich zur persönlichen Erfahrung. Ich habe dann angefangen, das ein bisschen mal zu untersuchen, das mal zu erforschen. Seltsamerweise war es sehr lange so, dass diese Seuche fast unsichtbar war. Die Zahlen in den USA sind verblüffend. Mehr als 50.000 Menschen im Jahr, Opfer einer Schmerzmittelabhängigkeit, Painkiller, die berühmten Schmerzen. Jetzt sind es bei 70.000 schon fast. Und doch, bis in die jüngste Vergangenheit, sprach kaum ein Mensch darüber. In diesem Jahr hörst du ein bisschen was. Auch Maßnahmen gegen die Hersteller von Oxycontin zum Beispiel, Johnson & Johnson, die großen Pharmahersteller. Aber sehr lange war es so, wenn irgendwas anderes Schlimmes passiert, Ebola, ne? Wenn Ebola, sagen Ebola-Virus zum Beispiel oder irgendeine andere Epidemie, aber das, da herrscht in erster Linie nur die Furcht, aber hier haben sie eine richtige Krise und da spricht kein Mensch drüber. Wie gesagt, das wurde ein persönliches Anliegen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie ich diese Geschichte erzählen soll, damit das vielleicht lebendig wird und den Leuten ins Bewusstsein dringt. Und jetzt ist es ein wichtiger Teil des Buchs. Und der zweite, und da wird es ein bisschen grundsätzlicher, der zweite Punkt. Welche Rolle hat die Tatsache gespielt, dass Ihr Vater offensichtlich ein schwerer Alkoholiker war, unter dem die Familie sehr gelitten hat, dass Sie der wurden, der Sie heute sind? Well, I mean, you know, yeah, I mean, wenn man das Buch liest, wird einem das klar. Das Problem dieser Vater-Sohn-Beziehung, innerfamiliäre Beziehung, Geschwister, Vater und Söhne, das ist der Kern des Buchs. Ja, nicht nur hatte ich diese Erfahrung zu machen, einer Schwester, die starb am Medikamentenmissbrauch, ich hatte auch eine sehr schwierige Beziehung zu meinem Vater. Ich habe hoffentlich bessere Beziehungen zu meinen Söhnen als damals. Gute und schlechte Erfahrungen in meinem Leben, der Enge und der Intimität des Familienlebens. Das Buch dreht sich um dieses große Bild, diese Großleinwand Amerika. Es geht aber auch um die intimen Abläufe innerhalb von Familien, wie Familien miteinander umgehen und nach außen mit der Welt. Das Buch ist geschrieben in der Absicht, lustig zu sein. Und der Humor ist manchmal ganz schön schwarz. Aber das Ernste unter der Oberfläche ist, dass wir alle unsere intimsten Probleme haben in unserem Leben. Und dann kommt das größere Problem mit der Welt, in der wir leben müssen. Und wie interagiert das Ganze? Wie hängt das zusammen? Welche Wirkung haben die großen Sachen auf die kleinen und umgekehrt? Das ist ein bisschen wie, ich glaube, in Anna Karenina, glaube ich, geht es am Anfang so sinngemäß um die Feststellung, dass wenn Familien glücklich sind, sind sie es alle auf eine ähnliche Weise. Aber wenn sie unglücklich sind, ist es jeder auf seine ganz eigene Weise. Das ist ein großer und total richtiger Gedanke. Mit Ihrem Vater. I'm very happy to be compared to Tolstoy. That's very Ich freue mich sehr, wenn Sie mich mit Tolstoy vergleichen. Vielen Dank für dieses Kompliment. Aber haben Sie zum Schluss mit Ihrem Vater, vor dem Sie, so habe ich das verstanden, quasi geflüchtet sind, sind dann nach England gegangen, dort aufs Internat gegangen und so weiter und sind deswegen sehr britisch geprägt, einfach auch um diesen
diesem gewalttätigen Elternhaus auch zu entkommen. Haben Sie zum Schluss Ihren Frieden mit ihm gemacht? Ist das noch gelungen? Yes, yes, right at the end. I mean, right at the end. In, when he was, ja, ja, in his last, glücklicherweise, als er terminal krebskrank war, habe ich Zeit mit ihm verbracht. Wir haben uns ausgesöhnt. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, weil es auch mir meinen inneren Frieden lässt. Ja, am Ende kann man das nur bestätigen. Aber das war ein happiger Ritt, muss ich sagen. Und die Mutter hat am meisten gelitten, denn die musste mit beiden Fronten und mit dem Alkoholismus jeden Tag fertig werden und ihre Kinder schützen dagegen natürlich. Also ja, ich... am Ende der satanischen Verse, wo der junge Protagonist dann seinen Vater gegenübertreten muss, das hat ganz viel mit dem zu tun, was in meinem Leben los war. Zum Schluss, Salman, satanische Verse, die Fatwa, die es gegen Sie gab, gibt es die noch? Also sind Sie jemand, der immer noch mit dieser Bedrohung leben muss? Vor 30 Jahren ist die ausgesprochen worden, ne? Von Khomeini damals. Ich denke nur noch darüber nach, wenn ich mit Journalisten zusammensitze, weil die immer fragen, das ist wirklich vorbei. Ja. Das ist eine ganz ernste Sache, da kann man nicht drüber lachen. 10 Jahre war es ganz akut und war es ganz schlimm, aber jetzt ist es seit 20 Jahren auch vorbei. Zweimal so lang, wie es akut war. Ja. Also heute, nein. Ja. Mir macht niemand Angst, der hier sitzt. Ja, muss Ihnen auch niemand. Aber die Frage, weil wenn man sich noch mal damit beschäftigt, also das klingt dann immer so, Salman Rushdie, da gab es diese Fatwa, da gab es diese Bedrohung und so weiter. Und dieser arme Mann musste sich jahrelang verstecken, weil er ernsthaft in Gefahr war. Aber es gab ja auch wirklich Opfer. Es gab ja Tote. Der japanische Übersetzer ist ermordet worden. Der italienische Übersetzer wäre fast gestorben. Der norwegische Verleger, auf den ist ein Anschlag verübt worden. Also, genau. Bookstores were bombed. Das stimmt, es wurden auch Buchläden ausgebombt und in England, in den Vereinigten Staaten und überall. Von islamistischen Attentätern. Das war in der Tat eine verdammt ernste Sache. Das war sehr, sehr ernst. Aber wir leben in einer Zeit, und auch das ist Teil meines Buchs, in der alles sich unglaublich schnell entwickelt und verändert und ständig neue Themen aufkommen. Etwas, was gestern im Mittelpunkt unserer Sorgen war, vor 5 Minuten noch, ist uns jetzt schon wurscht. Also, ich wollte schreiben über diese Welt, die sich dermaßen beschleunigt, der Wandel, diese Metamorphose in der Wirklichkeit. Genau. Heute das und morgen das. Und das passiert auch etwas mit mir. Das Subjekt hat sich ständig geändert, das Thema. Es gab immer andere Gründe, um zu kämpfen, zu argumentieren. Und jetzt ist das so verdammt lang her für mich. Jemand, der 30 war. 30 ist heute, war damals noch gar nicht geboren. Also das muss man auch mal sehen. Wir reden hier über die junge Generation, ihre Anliegen und so weiter. Ich glaube, da habt ihr alle recht damit. Wir haben eine junge Generation, die plötzlich Werte vertritt, eine andere Ethik hat, der Umwelt gegenüber, solchen Fragen, der Ernährung, der Politik. Ja, ich kann das in einer Weise nur bewundern. Die haben andere Anliegen heute. Ist ja auch für mich gut. Gut so, denn das heißt ja, dass die anderen Anliegen weg sind vom Tisch. Also, danke ganz herzlich. Salman Rushdie ist heute unser Gast. Tolles Buch. Phänomenal. So orientalische Art zu erzählen, immer üppig und barock und toll. Johann, wenn du das hörst, Salman Rushdie sagte gerade, die Themen verändern sich so wahnsinnig schnell und die Welt dreht sich so schnell weiter. War das für dich auch einer der Gründe zu sagen, mit 61, jetzt, du bist ja 62, ich ziehe jetzt mal einen Stecker, ich gehe raus aus dem Karussell, ich habe da keinen Bock mehr auf dieses Hamsterrad? Ja, wenn man natürlich, ich sag mal, vom Erfolg quasi getrieben wird oder zumindest mal bestrebt ist, in einer bestimmten Kategorie immer mitzuhalten, muss man sich überlegen, was sind die Voraussetzungen, was muss man dafür tun, was hat man selber in sich, was sind die Voraussetzungen für das Unternehmen, mit wem kann man das machen. Und ich habe ganz ehrlich für mich aufgrund der extremen Entwicklung in vieler Hinsicht, was die Gastronomie betrifft, gesagt, das ist nicht mehr das, was ich selber mir vorstelle, aufgrund meiner Herkunft. Ich komme von einem Bauernhof, ich habe dort gelernt, dass man mit einer guten Kartoffel einen guten Kartoffelsalat machen kann mit wenigen Zutaten.
Und irgendwann macht man aus Kartoffelsalat einen Kartoffelschaum und man macht darüber hinaus noch ein Soufflé daraus oder Sonstiges. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, willst du das selber? Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen für jeden Einzelnen von uns. Will man das selber für sich in Anspruch nehmen und stehe ich hundertprozentig dahinter? Und das war bei mir so, dass ich gemerkt habe, dass diese extreme Veränderung in dieser extremen Spitzengastronomie in eine Richtung geht, die mir persönlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann habe ich als ersten Schritt gesagt, okay, aus dem Johann Lafers wird ein Johanns, also der kleine Bruder. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, das gar nicht mehr zu machen wollen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir ganz andere Sorgen haben, nämlich Sorgen haben, was erstmal das Grundverständnis für das Essen in der Gemeinheit stattfindet. Ja. Und erst dann, sage ich jetzt mal, kann man in der extremsten Form für die absolute gehobene Gastronomie auch diese Restaurants natürlich verstehen. Aber wir brauchen ja eine Nachwuchsbasis, um dahin zu kommen. Wenn ich heute nie was Gutes gegessen habe, verstehe ich auch nicht, was ein gutes Restaurant ist. Ja, das verstehe ich. Aber es klingt so desillusioniert und so, ehrlich gesagt, so ein bisschen auch deprimierend, wenn du Nein. das so sagst. Aber heißt Nein. das, dass du auf eine Art und Weise mit der Mission, ich muss den Leuten ein anderes Verständnis von Essen näher bringen, ich muss dafür sorgen oder Leute dazu inspirieren, selber zu kochen und so weiter, nicht nur schöne Küche zu kaufen, wie Frau Klöckner gerade gesagt hat, dass du da gescheitert bist an dem Nein. Punkt? Ich sage dir ein ganz klares Beispiel. Wir kommen an die Weihnachtszeit und wir sprechen, dass die Gans eines der beliebtesten Gerichte in Deutschland ist. Aber ich würde gerne mal die Frage stellen, wer von den Zuschauern und darüber hinaus weiß denn tatsächlich, wie man eine perfekte Gans macht? Der Wunsch ist, von allen da gut zu essen. Genau. Aber jetzt geht es ja los. Das fängt ja schon an, wo bekomme ich eine gute Gans her? Und dann geht es ja darüber hinaus weiter, wie bereite ich sie zu? Und meine Aufgabe besteht jetzt darin, Menschen, die nicht Koch gelernt haben, die einfach gerne gut essen, mit meinen Erfahrungen meine Dinge so weiterzugeben, dass auch der Mensch zu Hause das Gefühl hat, ich kann etwas ganz besonders Gutes machen. Und das heißt, wir müssen an einer Stelle anfangen, da wo die Menschen heute sich befinden, nämlich wissen, was ist ein gutes Produkt, was muss ich für ein Produkt ausgeben und wie kann ich es zubereiten. Ich glaube trotzdem, deine Mission über so viele Jahre und Jahrzehnte, dann auch im Fernsehen, ja. die Flut von Kochsendungen, die es da gegeben hat. Also ich habe ja nicht vor, nichts aber mehr hat zu das, aber es hat doch nachweislich nicht dazu geführt, dass Leute wirklich mehr kochen. Aber ich habe es vorhin gesagt, ich wiederhole das gerne, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, nach vielen Jahren der Bemühungen, Menschen dafür zu begeistern, dass wir etwas erreichen. Das ist meine ehrliche Überzeugung. Ich würde das nicht sagen, weil wir einfach jede Menge Menschen haben, die gerne kochen, immer mehr junge Leute gerne kochen. Man sieht auch, dass heute diese Restaurants, die heute, mhm. ich sage jetzt mal, diese Superfoods und solche Sachen anbieten, immer mehr populär werden. Mhm. Also es würde nicht funktionieren, wenn kein Interesse da ist. Also ist doch jetzt meine Aufgabe als einer, den man aus der Öffentlichkeit kennt, der gerne kocht, mhm. diese Menschen zu unterstützen und meine Erfahrung okay. weiterzugeben. Und ich kann euch sagen, das ist auch die Zukunft. Ich möchte irgendwann mal das Gefühl haben, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass nicht mhm. nur der Koch gelernt hat, gut kochen kann, sondern dass Deutschland ein Land ist, wo man allgemein gut isst und gut kocht. Wie befreiend ist es, Johann, aus diesem... Wie befreiend ist es, aus diesem Leistungssport, der das ja war, auszusteigen oder ausgestiegen zu sein? Diese Medaille hat zwei Seiten. Die eine ist natürlich, dass man sicherlich traurig ist, wenn man dann, wenn es um bestimmte Wahrnehmungen geht, gerade in diesen ganzen Bewertungsschemen. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man heute sich nicht mehr dem unterwerfen muss. Das hat also zwei Seiten. Und ich kann nur für mich sagen, ich habe mir die ersten Monate schwer getan, damit umzugehen, weil es natürlich auch fast wie ein Entzug ist, nach 46 Jahren, das dann plötzlich nicht mehr zu machen, für die Gäste da zu sein und immer versuchen, das Beste zu machen. Da fehlt einem ja was. Das meine ich ja. Aber du hast gesagt, ich habe dann Phantomschmerzen. Ja, aber ich kann jetzt etwas sagen, was wahrscheinlich jeder kennt. Wenn man da drinnen ist, nimmt man vieles nicht wahr, weil es selbstverständlich ist. Aber die meistgestellte Frage, die man heute mir sagt, ist, und das finde ich ganz, ganz toll, es ist für mich die größte Bestätigung, die Leute sagen, Johann, wo kann ich dich in Zukunft erleben? Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute das, was ich gemacht habe, respektiert haben, nur vielleicht zu spät kapiert haben, das, was ich erlebe, auch bei mir zu genießen. Und heute wollen sie das haben. Das ist ein Zeichen, dass ich das, was ich gemacht habe, richtig gemacht habe. Das heißt, du wirst nie wieder ein Restaurant eröffnen? Das möchte ich nicht sagen. Ich habe eine Vision als allererstes. Ich möchte gerne den Beweis antreten,
in einer großen Stadt, dass man heute auf sehr hohem Niveau zu bezahlbaren Preisen healthy Fastfood machen kann. Das ist mein Wunschtraum. Es gibt, viele wissen das, es gibt ja in Singapur und darüber hinaus Sterne-Restaurants, die nur Fastfood anbieten. Mhm. Darüber kann man diskutieren. Aber ich glaube, dass heute Menschen auf eine zugängliche Basis mit einem Preis, der machbar ist, auch sich weiterentwickeln können für gutes Essen. Ich sage immer das Gleiche. Am Anfang muss man herangeführt werden, dann steigert man seinen Anspruch und irgendwann geht man dahin, wo man hingehen möchte. Was ist denn healthy Fast Food? Ja, ich sage es mal, zum Beispiel ein extrem leckeres Hühnchen mit einem extrem gut gekochten Reis. Könnte für mich ein Gericht sein mit einer Chili-Sauce, die nicht aus der Flasche kommt, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe. Oder es könnte sein, ein gebeizter Fisch mit Avocado und Tomaten und vielleicht auch noch deutsche Kartoffeln. Das sind alles Dinge, die man heute aus meiner Fisch, Sicht... Fisch, Avocado und dann günstig und so. Ja, aber schau, es gibt ja heute jede Menge... Was kostet Menge, dann sowas? Es gibt ja also ich sag mal ungefähr 7-8 Euro. Es gibt doch heute jede Menge Aquakulturen von Mittelmeer, also von nicht Mittelmeer, sondern von Süßwasserfischen, mhm, die man extrem gut zubereiten kann. Saibling, Forelle und vieles mehr. Mhm. Aber das muss man machen mit den Erfahrungen der Gastronomie, mit meiner Berufserfahrung. Ich glaube, das geht für 7-8 Euro geht das? Funktioniert das hundertprozentig. Gar kein Problem. Auch kein Plastikbecher mehr, kein Plastikbesteck, sondern einfach, ehrlich, mit guten Zutaten und das möglichst naturbelassen, sodass die Menschen das Gefühl haben, ja, ich esse ein Stück von der Natur und nicht irgendwas, wo ich nachher nicht mehr weiß, was da alles drin ist. Das klingt jetzt schön, aber ich habe letzte Woche mit Christian Rach hier gesessen, den du natürlich kennst. Christian Rach, der sagt, der hat das mal so dekliniert, am Beispiel vom Wiener Schnitzel. Ja. Was alles am Preis vom Wiener Schnitzel so dranhängt, bis hin zur Miete, zum Strom und bis zum Tellerwäscher, bis hin zum Spülmittel, das du brauchst und alles, was da dranhängt. Und sagt, wenn du für das Wiener Schnitzel 30 Euro nimmst, bist du gerade mal bei null. Gut, das ist aber etwas ganz Außergewöhnliches. Warum? Es ist ein gutes Kalbfleisch. Es ist in einem Raum, wo ich natürlich extrem viele Fixkosten habe. Ich habe das Personal, ich habe extrem viele zusätzliche Verpflichtungen. Das ist bei einem Foodtruck in Frankfurt, wenn ich den einmal richtig baue und sämtliche ein Vorschriften... Ein Foodtruck wird zu machen? Ja, ja, okay. Foodtruck. Ah, also kein Restaurant. Nein, kein Restaurant. Okay. Und wenn ich das richtig vorschriftsmäßig mache und ich sage mal auch unter bestimmten hygienischen Bedingungen das mache... Ich glaube, dass die Leute, die Mittagspause haben, lieber dann zu mir gehen und sowas essen, als wenn sie gehen um die Ecke und gehen irgendwo hin, wo sie nichts wissen, was sie essen, weil es einfach was Herrliches ist. Also bin ich jetzt, also bin ich ganz ehrlich. Ja, okay. In New York now there are some very high quality food trucks. Also das gibt's im Restaurant, diese Food Trucks, auch vegane Sachen, auch Selfie Station, höchste Qualität, das gibt's in New York, wird eben zu dem Preis angeboten, den Sie genannt haben. In England, in London ist das ganz stark zum Beispiel, da ist immer mehr, die Leute werden immer mehr. Und ich meine, ich möchte auch mal eine Frage stellen, die mich schon so lange belastet ist. Wer auf dieser Welt behauptet, dass ein Wiener Schnitzel so viel schlechter ist wie ein landschaftsgemalter Teller mit 15 Komponenten? Ich finde, die meisten Leute müssen erst mal verstehen, was ist gute Qualität bei einem guten Essen. Und das hat nichts mit teuren Produkten zu tun, sondern das hat das mit ganz normalen Produkten zu tun. Und ja, ich meine, ich nehme mir gerne das Beispiel eines Kartoffelsalates. Kartoffelsalat zu machen, Leute, ist eines der schwierigsten Dinge, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Der muss schlotzig sein, der muss bissfest sein, die richtigen Kartoffeln müssen das sein. Ich würde so gerne hören, wie für Salman Rushdie das Wort schlotzig jetzt übersetzt wird. Das wird mir sehr gefallen. Nee, aber die Brühe und so weiter und so fort. Und dann guck doch mal, was machen die Leute? Die kaufen sich so einen Eimer Kartoffelsalat, der ist 3 Wochen haltbar. Ja, warum ist der 3 Wochen haltbar? Weil da Konservierungsstoffe drin sind und sonstiges. Ja, deswegen sage ich mal, finde, wir müssen, Leute, und jetzt mal ganz, ich finde es ehrlich, wir müssen normaler sein. Wir müssen die Produkte, die wir haben, ein Wir-sind-Kopf einfach modernisieren in der Verarbeitung. Und es ist für unsere Breiten ein tolles Gemüse, es ist gesund, aber uns fehlt die Fantasie, wenn man daraus was Gutes machen kann. Und das möchte ich in Zukunft machen. Das ist richtig, ja. Aber wir haben ja im Grunde das Thema gehabt, also Ökologie, Landwirtschaft, Massentierhaltung, all diese Dinge. Da kommst du ja ganz schnell in diesen Zielkonflikt. Bist du da wieder mittendrin? Also ich meine, Tier und Verpflegung oder beziehungsweise Konsum,
wir müssen auch irgendwann mal kapieren, dass wir nicht so weitermachen können, weil die Ressourcen der Natur nicht ausreichen, um die Menschen zu verpflegen. Ja, also, ich gehe mal zurück zu meiner Kindheit. Vielleicht ist es jetzt naiv. Aber wir haben auch lernen müssen damals auf einem Bauernhof, dass wenn im Frühling der Baum einen Frost hatte, ich keine Marillenknödel hatte. Jetzt kann ich mir überlegen, was mache ich? Kann ich den Baum essen? Aber hat nicht geschmeckt, weil die Früchte esse ich eigentlich. Das Zweite ist, es gab Rituale. Es gab nämlich Dinge, zum Beispiel am Samstag gab es einen Eintopf, zu Deutsch die Reste aus dem Kühlschrank. Am Sonntag gab es das besondere Stück Fleisch. Als ich mein Ministrant war in der Kirche, habe ich dann diese Schale gehalten bei der Ostie. Da habe ich schon bereits gedacht, was gibt es heute zu essen? Der Rest hat mich nicht mehr interessiert, weil ich schon so hungrig war und endlich nach Hause möchte. Also ich will damit sagen, wir müssen wieder ein bisschen auch mit uns selber umgehen, indem wir ehrlich zu uns sind und auch mal Dinge essen, die nicht immer alle gleich sind, sondern man kann aus einem Apfel einen ganz tollen Apfelstrudel machen. Man kann Knödel machen mit Rotkraut und dazu ein bisschen Karotten, auch vegetarisch. Da kostet für 4 Personen die Ware vielleicht 6 €. Aber ich muss es gut machen und ich muss auch Bock haben zu kochen. Ich sage, ich habe keine Lust, dann kaufen Sie so ein Glas Rotkraut, das schmeckt wie eingeschlafene Füße und sagen, ja, Rotkraut schmeckt nicht. Nein, ich muss selber auch für mich was tun. Mein Glück in der Kulinarik, mit meinem Wohlergehen, mein Wohlfühlen muss ich selbst beeinflussen. Und das geht nicht mit einem Mixer, der alles warm macht, sondern es geht meistens auch mit Dingen, die ich in der Küche zubereiten muss. Gar keine Frage. Ja. Wo geht denn, Johann, weil du das gerade ansprichst und sagst, wir haben da so viele Menschen, die alle versorgt werden müssen. Ich habe mich mit Christian Rachen euch noch länger darüber unterhalten. Der sagte, wir werden uns ganz neue Essenskonzepte überlegen müssen. Wir werden zum Beispiel Insekten essen im großen Stil. Siehst du das auch so? Habe ich jetzt in Shanghai vor 3 Wochen auch gesehen, habe auch da diese... Wie heißt das, diese Dinge da? Also habe ich alles auch probiert. Und wie schmeckt das? Das schmeckt ja wie so eine Nuss oder so, ein bisschen nussig. Skorpion und so weiter und so fort. Ja. Aber ich kann nur eins sagen, Leute. Das ist nicht unsere Esskultur. Wir reden immer heute, verstehst du, dass wir alles essen werden. Aber warum kommt es so weit? Weil wir mit unseren eigenen Dingen nicht stolz genug sind, daraus was Gescheites zu machen. Wir gucken, wir schielen immer auf andere Leute. Wir haben so viele Tomaten oder sonstige Dinge im Sommer, dann wollen wir aber keine Tomaten essen, weil es gibt zu viele Tomaten. Wir müssen zur Jahreszeit, und dafür ist Deutschland groß genug, die Dinge kaufen, die sind relativ günstig und müssen sie einfach vernünftig verarbeiten, müssen daraus was Gutes machen. Und ich glaube, wenn man heute das befolgt, dann haben wir für die Zukunft keine Probleme, dann brauchen wir keine Insekten. Aber wenn ich zu Weihnachten Erdbeeren essen will... Let me just say something on behalf of eating insects. Vor ein paar Wochen war ich in Mexiko, in Oaxaca. Und die Küche dort ist so, die haben gerne geröstete Heuschrecken. Und die mögen auch Ameisen, aber nur die fetten Chicatana-Viecher. Und ich muss sagen, als sie gesagt haben, das gibt's heute Abend, da war ich nicht fasziniert. Und nachher muss ich sagen, die Zeug hat wirklich geschmeckt. Die kleinen, gerösteten Heuschrecken. Nein, Ameisen meinte ich jetzt. Ganz toll. Super gut. Muss man nur richtig zubereiten, Johann. Wäre eigentlich dein Thema. Ja, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich sitze mit Herrn Lanz zusammen Heiligabend zu Hause mit den Familien und jetzt gibt es gebratene Heuschrecken und dazu gibt es eine schöne Soße. So muss ja nicht gleich jetzt extrem werden. Nee, aber, also. Nein, Leute, nochmal, ich glaube, es wird diese Entwicklungen auch geben müssen, aber ich glaube, dass die normalen Menschen immer noch normal sind und beim Essen auch die Dinge gerne essen, die sie kennen und wir sind auch kulturell einfach so aufgewachsen, muss auch ganz ehrlich sagen, wir lieben zwar manchmal eine außergewöhnliche Küche, aber wenn du ehrlich bist heute, guck doch mal in den Fußgänger, sondern was da gut läuft. Was läuft da? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Der isst einfach das, was ihm schmeckt. Genau. Finde ich einfach. Müller Klöckner sagt Döner, Asia-Shop. Ja. Aber das ist doch auch ein gelernter Geschmack. Das Beispiel ist doch Sushi. Also ich bin in der Steiermark groß geworden. Der Inbegriff für Fischfilet war für mich diese Panzerplatte. Kennt ihr die von eingefroren, so panierte Panzerfischplatte, größer wie Fischstäbchen? Das war für mich der Fisch. Ja? Wenn ich heute sehe, unsere Tochter, dass die in einer anderen Generation aufgewachsen ist, als Lieblingsessen hat, rohen Fisch mit kaltem Reis und dunkler Soße und einer scharfen grünen Paste. Ich wäre als Kind in der Steiermark verhungert. Ich wäre aus dem Fenster gesprungen, weil ich verhungert wäre. So,
Das ist der Lauf der Zeit. Deswegen Ameisen und Insekten. Das wird kommen, Johann. Wir treffen uns unterm Weihnachtsbaum. Da werden wir das alles in Ruhe besprechen. Lafers Kochschule, weise ich noch gerne darauf hin, Johann. Am 30. November und am 14. Dezember. Am 1. und am 3. Advent gibt es im ZDF 15.15 Uhr nachmittags so. Kochschule. Und ich kann allen sagen, das ist in meinem Leben. Und ich habe mich im Leben nur ein paar Mal richtig gefreut. Aber als ich diese Gans aus dem Ofen geholt habe, das müsst ihr euch anschauen. Ich war so außer mir, ich war so begeistert. Ich glaube, wenn Bayern, Dortmund und alle drei gleichzeitig die Champions League gewonnen hätten, hätte ich mich nicht so gefreut. Die Gans, die kam. Lieber diese Gans. Okay. Der Hammer. Wie lange hast du sie gegart? Ganz kurz, fragen jetzt ganz viele. Die Gans muss am Vortag schon kochen und so. Am nächsten Tag braten. Aber ich sage dir auch, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, Schlusssatz von mir. Nichts mit Insekten. Nichts mit Insekten. Ich sage dir eins, und das ist mein Satz immer schon gewesen. Von nichts kommt nichts. Und deswegen, Leute, investiert in euch selber, dann seid ihr auch glücklich. Und in einen guten Herd und in die Stromrechnung noch dazu. Ist auch nicht unwichtig in dem Zusammenhang. Also, Johann. Große Freude, danke dir sehr herzlich. Johann Lafer ist heute unser Gast, der ganz nebenbei gerade ein schönes Kochbuch gemacht hat. Da habe ich gestern Nacht lange drin geblättert. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Salman Rushdie, dem ein toller neuer Roman gelungen ist. Herzlichen Dank, Herr Rushdie. Und ich bedanke mich bei den beiden Damen in der Runde. Tina Hildebrand von der Zeit und Julia Klöckner, die als Landwirtschaftsministerin Großes vorhat. Alles Gute dafür. Und in der CDU, das werden wir weiter beobachten, was da am Ende rauskommt. Jetzt die Kollegen von heute Plus. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.